Game begin. Ja, wie war das? Letzte Mal hatten wir dann gemütlicherweise den Jan Beter eingeladen. Da ging es ja um die ganze Creator-Geschichte. Und heute habe ich einen neuen Gast, wie sich das gehört, nämlich den Fool. Hallo, Fool. Ich grüße dich, Papier. Danke für die Einladung. Gern geschehen. Der heutige Podcast ist im Namen von Brot und Spiele. Weil generell ist es so, wir haben jetzt die Personengruppe, die irgendwelche alten Konsolen verkaufen. Wir haben die Personengruppen, die alten Computer restaurieren. Und jetzt gibt es ja die magische Gruppe, ich denke mal, das dürfte die größte Variante überhaupt sein, die Konsolen und alte Spiele sammeln. Und da habe ich gehört, bist du ein großer Verfechter dieser Sache. Absolut, da triffst du den Nagel hundertprozentig auf den Kopf. Okay, dann würde ich sagen, um das Ganze abzurunden und gut zu starten, darfst du dich mal vorstellen, wie du denn zu den Konsolen und Spielen gekommen bist und was dein Hauptsystem ist? Ich habe bereits sehr früh allgemein gezockt. Das ist bei uns in der Familie sehr, sehr beliebte Freizeitbeschäftigung gewesen. Ich komme aus einem Haushalt mit vielen Kindern, habe 3 leibliche Geschwister. Bin da das jüngste Kind, was dazu führte, dass ich immer eher die Sachen spielen durfte, die meine anderen Geschwister gerade nicht gebraucht haben. Und irgendwann kamen dann halt die eigenen Systeme. Ich habe irgendwann mir selber mal einen Gameboy endlich beschaffen können und konnte die ersten Gameboy-Spiele spielen. Und dann war der Gameboy natürlich gar nicht mehr so cool, weil es das Super Nintendo gab. Und dann habe ich meinen Gameboy mit 20 Spielen auf dem Flohmarkt verkauft, um mir ein Super Nintendo mit einem Spiel kaufen zu können irgendwann. Mit viel Taschengeld noch dazu. Und irgendwann wurde das Super Nintendo dann langweilig, dann musste das N64 her und das gleiche Spiel ging nochmal von vorne los. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass mir die alten Spiele gefehlt haben. Die neuen Spiele waren toll, aber die alten Spiele waren eben ein Teil der Kindheit. Und ich glaube, das ist mittlerweile über 20 Jahre her. Da habe ich die Entscheidung getroffen, ich will die alten Sachen wiederhaben. Und dann habe ich erstmal mir ein Super Nintendo wieder organisiert, was leichter war als gedacht. Dann habe ich die ersten Super Nintendo-Spiele geholt und irgendwann hatte ich quasi alles wieder, was ich früher schon mal hatte. Da habe ich aber dann angefangen, mir im Endeffekt alles zu kaufen, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte. Dieses standardmäßige erstmal haben wollen und irgendwann werde ich die Sachen schon noch spielen und habe angefangen, mir einfach auf dem Flohmarkt alles mitzunehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich habe super Schnäppchen gemacht. Ich habe teilweise Systeme für einen winzigen Betrag gekriegt, die fast nicht zu finden sind. Gleichzeitig habe ich aber auch für PlayStation 1 70, 80 verschiedene Spiele gekauft, wovon ich nie auch nur ein einziges je angefasst habe. Um da rein zu grätschen, wann war das von Zeithorizont? Also quasi in welchem Jahr kann man davon ausgehen, war das bei dir? Das hat so circa 97 angefangen. 97, okay. Das heißt jetzt, und deine Sammlung ist, wie muss man sich das vorstellen? Ist das nur eine Konsole mit vielen Spielen oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, im Gegenteil. Also ich habe gerade im Anfangszeit dieses Sammelwahns, ich sag mal, 97 war das noch so ab und an mal was gefunden, aber spätestens mit Anfang der 2000er war dann auch ein bisschen finanzielles Polster dafür zur Verfügung, wo ich dann gesagt habe, gut, jeden Monat kannst du XY ausgeben. Manchmal habe ich auch mehr ausgegeben, als ich hätte sollen. Kenne ich. Und immer im Flohmarkt, wenn ich dann irgendwelche Systeme gefunden habe, die ich noch nicht kannte, habe ich sie erstmal mitgenommen und nach versucht, Spiele zu finden. Das war halt, bevor man alle Informationen online finden konnte zu jeglichem System oder zumindest die meisten Sachen. Dementsprechend gab es viel, was ich gar nicht kannte und erstmal mitgenommen habe. Denn Atari 2600, den habe ich, glaube ich, früher vielleicht ein bisschen am Rande mitbekommen von meinem Bruder. Aber größtenteils war es da eher der Atari ST, den wir benutzt haben. Daher kannte ich das System nicht, habe es erstmal mitgenommen. Ganz viele andere 70er und 80er Jahre Konsolen habe ich dann auch mitgenommen. Habe dann irgendwann die PlayStation 1, die hatte immer nur mein Bruder, ich hatte nie eine eigene. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, du, ich habe bis auf ein, zwei extrem seltene Konsolen, habe ich fast jedes normale System zu Hause mit einer jeweils guten Bibliothek. Okay, das ist schon krass. Also ColoVision und wie man sich das vorstellen kann, genau. So nach dem Motto.
Genau. Das ist ein Träumchen, würde ich sagen, oder? Das war auch immer meine Vorstellung davon. Ich habe hier auch gerade, ich drehe mich gerade um, weil als ich damals ausgezogen bin bei meinen Eltern, war meine Sammlung schon nicht mehr ganz so klein, sodass es eine Aufgabe war, das auch noch in einer Mietswohnung wieder unterzubringen. Mhm. Und damals habe ich dann verschiedene Lösungen. Irgendwann habe ich es einfach auf dem Keller und auf dem Dachboden gelagert. Als ich dann mit meiner Frau zusammengezogen bin, musste es dann natürlich auch mit umziehen. Und dementsprechend kamen dann, ich glaube, 9 bis 12 Umzugskartons nur mit Videospielen vom Dachboden runter. Wo meine Frau dann sich irgendwann nur noch fragte, damals noch nicht meine Frau, was ist das alles? Weil sie hatte bis zu dem Zeitpunkt unseres Zusammenzugs von diesem Hobby von mir quasi keine Ahnung. Okay, hast du quasi verheimlicht. Ja, ich glaube, das war auch besser so, weil vielleicht wären wir da nicht so schnell zusammengezogen. Das war ein klassischer, positiver Aspekt, würde ich sagen. Sonst wäre das quasi in die Hosen gegangen. Hm? Das hätte definitiv sein können, ja. Aber das heißt ja, Moment mal, also das heißt, bei dir steht auch so ein Neo Geo rum oder so. Leider eine der wenigen, wo mir der Preis, also ich hätte locker welche haben können, aber da spielte der Preis dann halt einfach immer rein. Also alleine die Spiele sind mir immer zu teuer gewesen. Selbst einfach lose Module haben halt beim Neo Geo noch so gewaltige Preise aufgerufen, wo ich mir dann halt jeweils andere Systeme und Spiele fünfmal für hätte holen können. Wäre ich da gerade für ein einziges Modul gut gewesen. So. Ja, klar, die haben ja damals teilweise schon, was haben die, 600 D-Mark damals gekostet, oder? Das war schon unglaublich. Heißt es, hast du ein Lieblingssystem, wo du dich drauf spezialisierst hast, oder sind alle Systeme dir ans Herz gewachsen? Nein, ich habe definitiv ein Lieblingssystem. Das hatte ich immer schon. Das war eben, ich glaube, das ist tatsächlich auch bei uns Zockern immer so, dass wir alle ein Lieblingssystem haben. Und zwar fast immer das, was wir entweder selber als erstes hatten oder wo wir als Kinder am meisten dran gespielt haben. Weil wir damit einfach die Kindheitserinnerungen und damit dieses positive Gefühl, das Eintauchen in diese Spielwelt mit verbinden. Und was in meinem Fall ganz klar das Super Nintendo ist. Okay. Bei mir eigentlich ähnlich. Also bei mir Konsole tragbar war halt damals der Game Boy im Prinzip, das erste Teil, was das Tragbare angeht. Und bei der ersten Konsole, aber das war so, also mein Bruder damals hatte das NES mit nach Hause gebracht. Der ist 13 Jahre älter als ich, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und dann war halt da Mario, das erste Mario, und dann in Faxanude, dieses ist so ein Jump'n'Run-Rollenspiel oder sowas. Aber richtig lang konnte ich das nicht irgendwie benutzen, weil er es dann wieder mitgenommen hat. Und dann habe ich erst später eben das Super Nintendo kaufen können durch die Eltern. Und dann bin ich da im Prinzip in die Welt dann reingekommen. Also irgendwie bei dir so ähnlich. Ja. Das ist schön. Und Lieblingsspiel, Super NES, was ist, wo du sagst, das könntest du auf einer einsamen Insel immer spielen? Also es gibt super viele tolle Spiele auf dem Super Nintendo und viele werden mit meiner Wahl nicht einverstanden sein. Für mich gab es aber nie einen Zweifel, das beste Spiel auf dem Super Nintendo ist Super Mario Kart. Das beste Super Mario Kart aller Zeiten, also Mario Kart aller Zeiten. Darf ich das dreimal unterschreiben? Gerne. Das sehe ich genauso. Also ich muss sagen, die coolste, verrückteste, spaßigste Zeit habe ich mit Mario Kart erlebt. Das war für mich unglaubliche Zeit. Also das war Nächte durchgespielt mit einem Kollegen damals. Wir haben damals war ich bei der Bundeswehr. Also habe ich meinen Wehrdienst dort absolviert und ich habe halt einfach mein Super Nintendo mit Mario Kart mitgenommen. Und der Zimmergenosse hat einen Fernseher gehabt. Naja, perfekt. Definitiv. Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich vor, das ist jetzt schon mittlerweile, glaube ich, auch 7 oder 8 Jahre her, da habe ich entschieden, dass einfach Geburtstagsfeiern langweilig geworden sind, gerade Saufen und dergleichen sowieso. Und habe damals die Entscheidung getroffen, für einen Geburtstag muss man irgendwas Cooleres tun, was Besseres. Und dann habe ich entschieden, dass wir uns künftig jedes Jahr zu meinem Geburtstag bei mir im Keller treffen. Mittlerweile ist meine Sammlung halt in den Keller gezogen. Und jedes Jahr treffen wir uns mit wechselnder Menge an Menschen im Keller, um zu meinem Geburtstag ein Super Mario Kart Battle Mode Turnier zu spielen.
Also quasi richtig Turniermodus mit Aufschreiben mit und so. Richtig, mittlerweile habe ich sogar ein dediziertes Whiteboard, das hat meine Tochter mir vor 5 Jahren geschenkt. Das hängt hier an der Wand, wo wir dann richtig eine Turnierleiter drauf haben und alles ganz sauber auflisten, wer gegen wen spielt, um dann am Ende eben den Sieger festzuhalten. Das heißt, es gibt dann bei dir im Keller jedes Jahr die Fu-Weltmeister-Geburtstagsturniere. Genau, da wir keinen anderen Super Mario Kart Battle Mode Turniere kennen, ist das automatisch per Definition die World Championship. Super, genial. Wie muss man sich das vorstellen? Von der Zeit her, dauert es dann einen Tag oder wie muss man sich das vorstellen? Es sind meistens nur Leute kommen, die so oder so zu meinem Geburtstag eingeladen werden. Es kam halt ein, zweimal vor, dass wir explizit jemanden nur eingeladen haben, weil er an dem Turnier teilnehmen wollte. Ansonsten ist halt alles nur Freunde und Bekannte von mir und dann sind wir halt, ich glaube, das größte Turnier, da waren 16 Leute. So, normalerweise machen wir dann halt erst eine Auswahlrunde, wo wir dann halt im Zweifelsfall, wenn es jetzt zum Beispiel 12 sind, kannst du halt mit einem normalen Turnierbaum schlecht spielen. Dementsprechend machen wir dann eine Vorauswahl, bis wir bei einer gut spielbaren Menge von Leuten sind. Und danach geht's dann normalerweise zu einem Double KO-System über, sprich, wenn du ein Match, sowieso ein einzelnes Match ist nicht entscheidend, sondern wenn du dein Match gegen einen anderen Spieler insgesamt verloren hast, dann gehst du halt in die sogenannte Loser Bracket rüber und hast dann die Möglichkeit, noch in der Loser Bracket zu gewinnen, weil am Ende derjenige, der in der Loser Bracket gewonnen hat, gegen den Gewinner aus der Sieger Bracket antritt, um den gesamten Sieger festzustellen. Das heißt, das nennt sich Double KO, weil du halt zweimal verlieren musst, um tatsächlich aus dem Turnier auszuscheiden. Okay, und der darf dann die Geburtstagstorte anschneiden, oder was? Nee, tatsächlich haben wir das über die Jahre eingeführt, dass derjenige auf meine Kosten ein Super Mario Kart World Championship Turnier-T-Shirt kriegt, wo eben draufsteht, dass er der World Champion ist. Und erstaunlicherweise, ich habe ganz offiziell bei Nintendo angefragt, ob ich dafür die offiziellen Icons und Logos benutzen darf und habe die Erlaubnis dazu bekommen. Echt? Oh mein Gott, wie krass ist denn das? Genehmigt von Nintendo. Oh mein Gott. Und das passiert in diesem Podcast, dass die Leute das hören. Oh mein Gott, das ist krass. Ja, tatsächlich verstehe ich nicht, dass ganz oft so negativ über Nintendo gesprochen wird, weil in allen Sachen, die ich bisher Fan- und Sammlertechnisch gemacht habe, die irgendwo Nintendo berührt haben, habe ich immer nur positiven Rückhalt von Nintendo gekriegt. Und Nintendo hat sich grundsätzlich ebenfalls auch schriftlich positiv dazu geäußert und gesagt, viel Spaß, macht, ihr dürft das machen. Okay, aber das ist ja dann im privaten Bereich, oder? Wenn man das so sieht in der Hinsicht. Oder ist das, wie muss man das sagen, ist das dann auch öffentlich? Oder wie muss man das sehen? Ja, ich würde schon sagen, das ist im privaten Bereich. Also ich dürfte diese T-Shirts quasi auch nicht verkaufen. Dann würde Nintendo spätestens vermutlich ein Problem damit haben. Aber es war halt von meiner Frage auch ganz explizit an Nintendo gerichtet, dass ich die Sachen eben benutzen möchte, um eben für den jeweiligen Gewinner ein T-Shirt herstellen zu lassen, damit man eben eine Erinnerung dran hat. Und das wurde explizit erlaubt. Bei Nintendo gibt es dann eine entsprechende E-Mail oder Website? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man mit denen dann Kontakt eintreten? Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, wie ich das damals gemacht habe. Ich bin aber der Meinung, das war über E-Mail. Und ich habe auch ganz schlicht vorher gegoogelt nach Community Management Nintendo und habe mich dann entsprechend an die Person da gewendet und diese Fragen halt da gestellt. Ich habe auch noch immer ein, zwei Kontakte dazu, weil ich eben später auch noch andere Projekte gemacht habe, die auch wieder die Lizenzen von Nintendo beziehungsweise eben das Copyright und geistige Eigentum von Nintendo berührt haben. Mhm. Spannend. Also im Prinzip ist es eigentlich dann, wie du sagst, eben nicht so, wie man sich das immer hört von anderen Plattformen oder von anderen Publikationen, dass Nintendo da nicht so dieses offene Ohr hat. Anscheinend ist das ist völlig anders anscheinend. Das finde ich spannend. Ja, tatsächlich bin ich ja auch mit meinen ersten T-Shirts, die ich dann designt habe, was teilweise noch was anderes als das war. Damals war es, können wir einfach nennen, wir sind hier privat quasi, Spreadshirt gewesen.
Die hatte ich beauftragt, ein T-Shirt herzustellen und die haben auch direkt gesagt, nö, machen wir nicht. Das ist die Artworks, die Sprites, die du auf den T-Shirts benutzen möchtest, die sind nicht deine. Dann habe ich denen einfach die Mail weitergeleitet, die ich von Nintendo gekriegt habe, mit der Aussage, ja, das darf ich. Und damit war das direkt für die auch in Ordnung. Also da wurde auch nicht nachgehakt oder dergleichen, das war für die einfach in Ordnung. Sie haben den Nachweis gekriegt, Nintendo ist damit einverstanden, und dann brauchen sie ja auch nicht auf die Kohle verzichten. Ja, eben. Genau. Also das ist Win-Win für alle, würde ich sagen. Genau. Das ist super. Cool. Also das habe ich in der Art noch nie so gehört. Finde ich sehr erfrischend. Sehr erfrischend sowas. Weil das motiviert irgendwie, dass man quasi da irgendwie solche spannenden Sachen machen kann, wenn man nachfragen kann. Fragen, mehr als fragen kann man ja nicht. Ne? Korrekt, genau. Und ich weiß aus Erfahrung auch, dass Nintendo durchaus eben auch einen Blick darauf hat, was online passiert. Ich habe gerade von einem anderen Kunstschaffenden mitgekriegt, der hatte halt entsprechend Videos gemacht für YouTube und Co. Und hatte damals von Nintendo die Möglichkeit bekommen, eine Switch vorab sich anzugucken, wollte aber die Sachen nicht unterschreiben, die Nintendo da gerne unterschrieben haben wollte. Und das führte eben dazu, dass er sich auf anderem Wege eine Switch frühzeitig organisiert hat und trotzdem vor diesem Endzeitpunkt des Embargos, bevor dem öffentlichen Release eben Videos rausgebracht haben. Und die hat Nintendo sofort verhindert. Also sie sind schon sehr daran bedacht, wie ihre Marken im Allgemeinen wahrgenommen werden. Gleichzeitig geht Nintendo aber absolut nicht gegen irgendwelche Repro-Cards und dergleichen vor, die online sind für alte Systeme. So als der 3DS oder der DS neu waren und da die ersten R4-Karten und dergleichen veröffentlicht wurden, da ist Nintendo vehement gegen vorgegangen. Aber in dem Moment, wo es alte Systeme betrifft, scheint sich Nintendo dann nicht für zu interessieren. Eben, da habe ich so viel Input von verschiedenen Leuten gehabt, die einfach gesagt haben, sie verstehen das ja nicht, weil Nintendo verdient ja dann eigentlich gar nicht mit den Original-Cartridges mehr, weil die werden ja nicht verkauft. Also der Secondary Market beinhaltet ja nicht, dass Nintendo dann Geld kriegt. Oder wie muss man sich das vorstellen, dass dann Nintendo da sagt, nee, das interessiert uns gar nicht. Na, ich würde es tatsächlich sagen, also ein gutes Beispiel sind die ROM-Webseiten. Es gab vor gewaltiger Zeit sehr große Online-Portale, wo man nahezu jedes Super Nintendo-Spiel oder NES-Spiel und Gameboy-Spiel als ROM-Datei zum Emulieren bekommen konnte. Das war für Nintendo überhaupt kein Problem. Da haben sie nahezu gar nichts gegen gemacht und getan. In dem Moment, wo sie aber angefangen haben festzustellen, dass sie das NES Mini gut verkaufen können, sprich die ROM-Dateien für sie selber einen Gegenwert darstellen, in dem Moment sind sie dagegen angegangen. Und seit diesem Moment gehen sie auch vehement dagegen vor, dass diese Bibliotheken online existieren. Also es gibt noch ein paar, nur will die ja auch keiner mehr groß bewerben, weil in dem Moment, wo jemand davon Wind kriegt und die wieder an die Öffentlichkeit treten und jeder die kennt, wie das damals eben bei den entsprechenden Plattformen war, dann wird auch Nintendo davon wieder Wind bekommen und dann wird Nintendo da wieder extrem gegen vorgehen, was man denen aber auch nicht zur Last legen kann. Wir würden das, glaube ich, alle mit unserem geistigen Eigentum machen. Richtig, weil das ist ja die IP als solches, die musst du ja schützen, weil du verdienst ja damit dein Geld. Ja. Langfristig. Und wer anders denkt, ist halt dann in den Hinsicht nicht im Business-Bereich, sondern bereicht oder ist angesiedelt in Hobby und da willst du ja kein Geld verdienen, das genau. Ist schon klar. Und den Unterschied sieht man jetzt momentan zum Beispiel auch, dadurch, dass sie eben ganz viele von den Retro-Spielen wieder auf Switch und dergleichen als Digital-Download anbieten, haben sie wieder einen Markt. Daher verhindern sie, dass solche ROMs online verfügbar sind. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die Sammler wie mich und wie andere Sammler, weil mich jucken die Verpackung eher weniger, gibt es ganz viele Leute, die Originalverpackung nachmachen. Teilweise behaupten sie, es wären Originalverpackungen von damals. Teilweise sagen sie ganz klar, das sind Reproduktionen. Und dagegen geht Nintendo nach wie vor überhaupt nicht vor. Ist einfach auch nichts, woran sie noch irgendein Geld verdienen können, weil es ihnen schlicht egal sein kann, ob irgendjemand sich für 15 Euro eine nachgemachte Originalverpackung kauft oder nicht. Na ja, klar, das geht ja eigentlich eher um den Inhalt als solches, ja. Genau. Okay, also schon unglaublich spannender, wenn man bedenkt, wie sich da der Markt entwickelt hat. Wie war denn das? Nintendo hat ja ursprünglich mit was ganz anderem angefangen. Ja, 1889 mit Spielkarten.
Genau, mit Spielkarten. Die Frage ist jetzt eigentlich, siehst du da eigentlich, wie soll man sagen, dass es in der, das war ja damals so ein Umschwung. Also da ging es ja Nintendo nicht besonders gut. Und dann hat dann der Chef damals, ich habe das nur so nebenbei mitgekriegt, hat dann gesagt, wir müssen einen neuen Markt entdecken. Und die sind dann so Schritt für Schritt in diese Spielenbereich digital oder analog war es ja damals entsprechend gekommen. Meinst du, dass so ein Umschwung in Zukunft bei Nintendo wieder passieren könnte? Das glaube ich tatsächlich nicht. Zum einen, also ja, damals wurde die Entscheidung getroffen, die war auch sehr wichtig tatsächlich für den gesamten Markt. Also für die gesamte Markt ist fast zu klein für diese gesamte riesige Branche. Die war ja nach dem Atari quasi am Zusammenbrechen und Nintendo ist zu einem nicht geringen Teil daran schuld, dass dieser Zusammenbruch quasi aufgehalten wurde, weil sie ein moderneres System eingeführt haben, in dem sie halt gesagt haben, passt auf, Firma XY, ihr bietet unsere Konsolen an, ihr kriegt die von uns zu XY und verkauft die für Z und wenn ihr die nicht verkauft kriegt, nehmen wir die zurück. Das war damals halt noch überhaupt nicht üblich. Heutzutage machen die meisten Geschäfte genau diesen Deal und das hat dafür gesorgt, dass die Firmen trotz des Crashes wieder versucht haben, Konsolen zu verkaufen, was dem NES dann entsprechend geholfen hat, Großfuß zu fassen. Aber auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, das hat sich für Nintendo so dermaßen ausbezahlt, in diese Richtung zu gehen, dass sie ein so gewaltiges Polster mittlerweile haben. Sie sind problemlos in der Lage, über Jahrzehnte Minus zu fahren mit ihren Konsolengeschäften und trotzdem die Firma weiterzuerhalten. Und ich glaube, dass es schwierig wird, in der heutigen Zeit nochmal ein solches, so eine Opportunity, so eine Gelegenheit zu finden, in einen neuen Markt einzusteigen, der halt nicht schon von x anderen Firmen übersättigt ist. Ja, das ist ja die, ich sage jetzt mal, die Blue Ocean Variante. Also das war ja damals mit der Wii war das ja so. Das sind ja die anderen Gegenspieler, Sony, Microsoft, die haben ja quasi komplett auf schnellere Prozessoren und HD und so weiter gesetzt. Und Nintendo hat gesagt, wir machen die Blue Ocean Variante. Also sprich nicht die Red Ocean, wo die Haie sich quasi gegenseitig kaputt machen, sondern wir machen was Innovatives mit dieser Motion-Control-Geschichte. Ja. Und das finde ich halt immer das Faszinierende bei Nintendo. Nintendo sagt einfach, das Allerwichtigste, und das sehe ich halt auch so, ist halt das Spiel, dass das Spaß macht. Wie das Spiel ausschaut oder wie performant jetzt das Ganze funktioniert, ist nicht so wichtig. Korrekt. Also das finde ich schon toll, wenn man sich jetzt die alten NES-Titel anschaut, gegenüber die heutigen AAA-Spiele, dann ist das ja eigentlich ein Hauch von nichts, aber trotzdem machen diesen alten Spiele immer noch Spaß. Hast du, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, kannst du das in so eine Formel gießen, wo du sagst, das siehst du heutzutage leider nicht mehr, dass diese Formel nicht benutzt wird? Also, dass die heutigen Spiele zwar mit Grafikwunder protzen ohne Ende, aber der eigentliche Spielwert sehr gering ist, oder sehe ich das falsch? Ja, ich glaube, das Problem ist da eher, dass es kommt immer auf die, ja, schwierig. Es gibt eine so unglaublich große Masse an neuen Spielen mittlerweile. Vorher war es eben viel weniger Spiele, aber gleichzeitig gab es auch früher unheimlich viel, nennen wir es mal Grütze. Ganz viele Spiele, stimmt, die halt einfach keine Sau gejuckt haben, Spiele, die von vornherein Rohrkrepierer waren. Das waren ja nicht nur Spiele wie auf dem Atari 2600 ET, die dadurch bekannt wurden, dass sie halt vorher beworben wurden. E.T. hätte genauso 1:1 auf dem System erscheinen können, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hätte. Wodurch dieses Spiel halt diesen extremen historischen Impact hatte. Und das gibt's, glaube ich, für jedes System. Ich meine, auch auf dem Super Nintendo gibt es unheimlich viele Grütz-Spiele oder allgemein nennt man sie, glaube ich, Gurken. Habe ich unzählige von, werde ich nie spielen, aber in der Sammlung dürfen sie deswegen halt noch lange nicht fehlen. Dasselbe hat man aber auch heutzutage auf dem PC,
auf dem PC vermutlich sogar noch viel schlimmer als auf irgendwelchen Konsolen, weil die Einschränkungen, um neue Spiele auf den PC zu bringen, quasi nicht existent sind, während sie als offizielle Spiele für Xbox oder für PlayStation oder für die Switch doch noch relativ hohe Hürden da sind, wodurch man zumindest schon mal diejenigen, die fast gar keine Erfahrung haben, von vornherein aussortiert. Aber die Spiele, die ich jetzt selber zum Beispiel momentan spiele, das sind tatsächlich eher Spiele, die irgendwas innovativ und Neues herausbringen oder bei denen ich einfach insgesamt langfristiger involviert bin. Jetzt zum Beispiel auf der Switch Octopath Traveler. Hm, ja gut, das ist ja auch mit Retro-Style dann noch versehen. Hm? Zufälligerweise. Ja, ganz zufälligerweise. Habe ich nur kurz angespielt, aber ist es ein Titel, der auf meiner Wishliste steht. Das ist so, ja. Was ich faszinierend finde, wenn ich es immer vergleiche, jetzt kriege ich wahrscheinlich von allen Seiten, es gibt wahrscheinlich, der Podcast kriegt jetzt tausende von Kommentare, Papier, das kann sie nicht sagen. Wir haben vor kurzem gestreamt Monkey Island 1. Ja, das kann man ja immer noch als, würde ich sagen, als das Retro-Spiel auf der Dose, also auf dem DOS-Rechner bezeichnen. Und ich habe auch für längere Zeit auch mal Witcher 3 gespielt. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Also Monkey Island, ich lag immer, selbst wenn ich es nochmal spiele, ich liege immer lachend auf dem Boden, bin total relaxed, finde ich super genial. Und diese Zeit, wo wir das durchgespielt haben, das ist die coolste Zeit ever. Bei Witcher 3, da hat bei mir kein Funke, keine Explosion der Freude irgendwie. Kennst du sowas auch, dass du sagst, das kann doch gar nicht sein, so ein neues Spiel, was so genial ist und wo alle sagen, das ist hammermäßiges Spiel, also wird, glaube ich, Witcher 3 ist, glaube ich, the best RPG ever, irgendwie wird das, glaube ich, definiert. Ich komme damit nicht klar. Ich kenne das auch, also gerade diese Hype-Titel haben es teilweise auch sehr schwierig, wobei ich gerade bei deinem Beispiel, Witcher 3 ist für mich auch ein extrem guter Titel. Leider habe ich ihn noch nicht durchgespielt und bin aktuell halt nicht in der Lage, weiterzuspielen an dem Titel. Weswegen er halt bei mir auch noch auf meinem Mountain of Joy liegt und darauf wartet, irgendwann beendet zu werden. Aber du sagtest eben, bei Monkey Island hatten wir extrem viel Spaß, während ich nicht bei Witcher 3 reinkam. Ja. Das ist halt auch schon ein großer Unterschied, ob man Spiele eben gemeinsam spielt und gerade bei solchen Rätselspielen wie Point-and-Click-Adventure ja meistens sind, gemeinsam irgendwelche verrückte Logikknoten zu lösen, ist halt was ganz anderes, als alleine ein RPG zu spielen, in dem man versucht, in eine Welt einzutauchen. Und ich hatte das Problem gehabt bei auch einem extrem gehypten Spiel nach wie vor, BioShock. Ich habe BioShock mir damals relativ zeitnah holen können. Ich bin normalerweise immer ein paar Jahre mit den Spielen hinterher, einfach dadurch, dass bei mir halt so viele Spiele raufkommen, wodurch die Spiele meistens eine ganze Weile auf dem Mountain of Joy liegen, bevor sie dann endlich in die Konsolen kommen. Und ich muss sagen, ich habe BioShock reingeschmissen, den ersten Teil. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ist der zweite gerade erschienen. Und ich konnte dem Spiel schlicht und ergreifend nichts abgewinnen. Es war ein Ego-Shooter ohne wirklich herausragende Qualitäten, ohne eine sehr große Besonderheit in der Steuerung oder der Story. War ganz nett mit der Aufmachung, das war aber auch alles. Und ich habe das Spiel vielleicht 4-5 Stunden gespielt und ich habe es dann zur Seite geschmissen. Ich habe es später nochmal im zweiten Teil versucht, im Koop-Modus. Ich habe immer mit meinem Bruder zusammen versucht, Spiele im Koop durchzuspielen, so dass man halt immer, wenn man stirbt, wechselt und gemeinsam halt irgendwas hat, was man gemeinsam zocken kann. Damit wir ein bisschen besseren Kontakt halten konnten, haben wir BioShock Infinite, glaube ich, den dritten Teil angespielt. Und weil er ja so viel besser sein sollte und diese großartige Serie weiterführt. Und BioShock 2 hat mich nicht gereizt. BioShock Infinite ist stinkelangweilig und ich kann der gesamten BioShock-Serie schlicht und ergreifend nichts abgewinnen. Okay, aber das ist schon faszinierend, oder? Also ich weiß nicht, vielleicht, wenn man in einer gewissen Zeit der Spiele-Historie, wenn man so schon sagt, aufgewachsen ist, ich weiß nicht, vielleicht bleibt man auch irgendwie, ich sage jetzt noch nicht böse gemeint, kopftechnisch in dieser Zeit und kann dann vielleicht gar nicht mehr mit der heutigen Zeit was anfangen. Ich weiß nicht,
Siehst du das auch so? Oder sagst du, das ist nur vielleicht bei mir so? Nee, also sehe ich definitiv nicht so. Ich gehe gerne zurück zu meinen alten Games und spiele auch wirklich häufig meine alten Super Nintendo-Titel. Nicht nur Super Mario Kart, sondern auch verschiedene andere Titel spiele ich unheimlich gern, ob es jetzt ein Demon's Quest oder Pokémon Rocky ist. Aber gleichzeitig vermisse ich tatsächlich Witcher 3 weiterzuspielen und habe auch regelmäßig meinen Cousin hier, damit wir endlich The Last of Us durchspielen und The Last of Us 2 anfangen. Es gibt halt immer noch diese extrem guten Spiele, die auch heute unheimlich viel Potenzial haben und mir genauso viel Freude machen, wie früher Spiele auf dem Super Nintendo mir Freude bereitet haben. Okay, also die guten Spiele sind nicht ausgestorben. Das ist schon mal positiv. Das ist gut. Wenn wir nochmal diesen Schwenker zu deiner Collection, wenn man so schon sagt, machen. Du hast ja, ich habe da so ein Bild auf Twitter gesehen, eine relativ große Auswahl an Super NES-Titeln. Da steht, glaube ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber du hast, glaube ich, nur noch paar und dann bist du komplett, oder? Ja. Ja, ich habe, als ich das gepostet habe, war die Zahl schon nicht mehr aktuell, die ich da genannt hatte. Tatsächlich liegt die Zahl sogar noch geringer. Sie müsste bei 61 Spielen liegen. Aber 61 klang nach so einem seltsamen, blöden Wert, daher habe ich 75 genommen. Insgesamt fehlen mir tatsächlich noch 61 Titel und dann habe ich das SNES PAL Fullset. Okay, das war das SNES, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt mit NES verwechselt, weil da wäre ja dann zum Beispiel Stadium dabei und das ist ja eine Hausnummer, oder? Ja, wobei auch da ist halt immer die Variante das Entscheidende. Ganz viele von den Spielen sind nur dann wirklich, wirklich teuer, wenn du eine bestimmte Variante von dem Spiel haben willst. Das gibt's sowohl beim NES als auch beim SNES und vielen anderen Games-Systemen. Das Problem ist da, ich will das gesamte Set haben, einfach weil ich mir irgendwann dieses Ziel selber gesetzt hatte und nach meinem Unfall damals gesagt hatte, so, ich brauche irgendwas, worauf ich den Fokus beim Sammeln setzen kann. Und das war für mich das sinnvollste Ziel als Fokus. Und mir ist es aber nicht wichtig. Ich habe das Set als quasi Gesamtsumme. Jedes Spiel, das im PAL-Raum herausgebracht wurde. Das ist für mich aber gleichzeitig nicht zwingend notwendig, dass ich jeweils die alle Varianten von jedem Spiel haben muss. Da gibt's halt auch teurere und billigere Varianten, sondern ich will einfach nur jedes Spiel, das in PAL erschienen ist, einmal dabei haben. Und für mich habe ich irgendwann auch festgestellt, es gibt ein, zwei Spiele, die mir persönlich auf dem Super Nintendo zu teuer sind. Zum Beispiel ein Mega Man X3, wo das lose Modul halt schon über 300 Euro kostet. Ja, das ist dann sportlich. Genau, da kann ich stattdessen mir auch das japanische Modul kaufen oder eben auch japanisch komplett in der Box kaufen, wo ich denn immer noch bei unter 50 Euro liege für dasselbe Spiel, nur in einer anderen Version. Ich habe mittlerweile für mich entschieden, ich will halt irgendwann dieses Mega Man X3 auch haben. Es ist mir aber tatsächlich egal, welche Variante. Ich nehme sowohl eine US-Variante, ich nehme eine PAL-Variante oder ich nehme die japanische. Das spielt für mich keine Rolle. Solange das Spiel irgendwann bei mir auftaucht und meine Sammlung damit vollständig ist, ist mir das Wumpe. Weil, muss halt dazu sagen, dass bei mir eben auch die Besonderheit ist, ich will die Spiele haben, auch im Original. Es ist aber eher selten, dass ich die Module tatsächlich benutze, weil ich momentan, dadurch, dass ich eben eingeschränkt bin, die Sachen eher am Automaten spiele, der alle ROMs enthält. Daher ist es für mich eh nicht wichtig, in welcher Variante ich es habe. Also wir machen das so in den Shownotes, stellen wir dann deinen Twitter-Account rein und dann können die Leute, die das Modul haben, sich direkt per DM an dich wenden und dann kannst du dann fleißig einkaufen gehen. Ja. Das ist doch schön. Wenn wir sagen, Collection Super NES, mit wie vielen Modulen muss man denn jetzt da grundlegend rechnen? Wie viel hatte der denn in seiner Lifetime denn überhaupt gehabt? Das ist auch wieder eine Frage, die halt nur dann zu beantworten ist, wenn man ganz klar einschränkt. Wir reden von PAL Super Nintendo. Ja, dann genau. Kann ich es tatsächlich präzise beantworten. Das sind genau 532 Titel.
Das ist aber okay. Auch das kleinste Set von Super Nintendo. Schon das US-Set, also das NTSC-Set, sind über 700 Titel. Und beim japanischen Set wird es noch schlimmer, weil da bisher sich keiner die Mühe gemacht hat, eine vollständige Liste aller japanischen Titel zu machen, weil man da natürlich auch viel schwieriger an Informationen rankommt, welche unbekannten, obskuren Spiele oder unwichtigen Spiele es noch gibt. Aber man geht von über 1200 aus. Das ist sportlich. Wie schaut es als Vergleich zum NES aus? Der hat deutlich weniger, oder? Tatsächlich erwischst du mich damit auf den kalten Fuß. Das sollte ich besser wissen, aber ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Okay, kann man dann nochmal recherchieren und dann Shownotes reinlegen, denke ich mal. Ich glaube, der hat, ich weiß es nicht, waren es da nur irgendwie so ganz wenig. Also nicht so viele wie Super NES. Kann man nochmal recherchieren. Wenn du jetzt ja die Super NES Cartridges sammelt, kann man sich das so vorstellen, hast du dann auch den passenden Schraubendreher, um entsprechendes Cartridge aufzuschrauben, um nachzuschauen, ob das auch the real deal ist? Ja, tatsächlich habe ich mich vor langer Zeit sehr intensiv mit Super Nintendo Spielen und auch den Raubkopien, also den Reproduktionen befasst. Ich selber, wie du auch auf dem Bild gesehen hast, lege nicht so viel Wert auf die Originalverpackung. Ich habe auch über 150 Originalverpackungen für Super Nintendo Spiele. Die bewahre ich aber tatsächlich getrennt auf. Dadurch, dass ich eben auch will, dass die Module gespielt werden können, habe ich eben meine eigenen Hüllen entworfen und drucken lassen und eigene Cover gebaut, sodass das alles einheitlich am Ende aussieht, was halt mit den japanischen Spielen sonst schwierig geworden wäre. Und gerade wenn man eben versucht, alle Spiele zu kriegen und einige Spiele sehr teuer sind, dann gibt es leider immer wieder Leute, die der Meinung sind, hey, ich kann mir halt ein altes Spiel schnappen, wie zum Beispiel irgendein Fußball, das keiner vermissen wird, und kann einfach einen anderen Chip auf die Platine löten. und schon ist das gar nicht mehr irgendein FIFA 95 oder dergleichen, sondern jetzt ist das auf einmal ein Mega Man X. Das ist viel mehr wert und dann kann ich das bei eBay verkaufen und mache damit dicke Kohle. Und dementsprechend ist man quasi als Sammler gezwungen, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Die meisten Reproduktionen erkennt man als Sammler auf den ersten Blick. Das Problem ist, irgendwann haben sie festgestellt, wenn sie ein gutes Cover machen, dann fällt das eher auf und versuchen es dann eher mit schlechten Covern. Und spätestens dann ist man halt auch gezwungen, von den Käufen insgesamt einfach Abstand zu nehmen, weil wenn du das Modul erstmal bei dir hast, dann kannst du im Zweifelsfall der Verkäufer immer behaupten, nee, als ich es ihm geschickt habe, war es im Original. Das habe ich vorher aufgemacht. Und dann bist du in der Beweispflicht, dass du nicht ein Original gekauft hast und dein vorher vorhandene Reproduktion dem jetzt wieder für den Originalpreis zurückgeben willst. Wenn man das quasi so in der heutigen Zeit sieht, ich habe das vor kurzem mitgekriegt, das ist jetzt zwar hat sie jetzt nichts um Cartridges zu tun, aber da hat jemand für teuer Geld erste Edition Pokémon-Karten gekauft und die haben das live im Stream aufgemacht und haben festgestellt, dass es gefaked war. Ja. Aber das ist ja gut, weil wenn du es live im Stream aufmachst, kann der Verkäufer nicht sagen, ja, aber ihr habt es gefaked. Ja, ist halt die Frage. Ist die Frage, was sie aufgemacht haben. Haben sie das gesamte Paket erst live im Stream mit Kamera aufgemacht oder nur die Box? Das gesamte Paket. Okay, dann sind sie relativ auf der sicheren Seite. Was wiederum sehr gut ist, weil die erste Edition oder ein Set aus der ersten Edition von Pokémon, da ist ja eher noch mehr Wert drin, als meine Super Nintendo-Sammlung hat. Ja, eben diese eine nette Drache, der ist ja schon in sechsstelligen Bereich angesiedelt und so. Ja, das stimmt. Du hast ja immer so einen Durchschnittswert. Ich spiele ja selber auch Magic, was definitiv das bessere der beiden Systeme ist. und da hast du halt eben auch den Durchschnittswert, den die Karten eventuell erreichen könnten, und daraus basieren dann irgendwann die Boxpreise, wo man halt teilweise denkt, okay, theoretisch ist ein Display aus Beta so und so viel wert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Wert tatsächlich in dieser Kiste findest, wenn du sie aufmachst, ist dann halt doch eher gering. Ja. Es ist halt eine Art Glücksspiel.
kann man nicht anders sagen. Das stimmt. Wenn dieses Glücksspiel passiert, also ich weiß nicht, in der damaligen Zeit, ich denke mal, heutzutage würde es wahrscheinlich das nicht mehr machen wegen der aktuellen Weltsituation, aber gesetzten Fall früher, du warst auf dem Flohmarkt unterwegs und hast dann, sag mal, keine Ahnung, hättest jetzt dein Mega Man X3 oder wie das entsprechend heißt, dann auch gefunden, wärst du dann so frech in Anführungsstrichen und würdest dann quasi den Schraubendreher nehmen und würdest sagen, darf ich mal öffnen, bevor du kaufst? Definitiv. Bei einem Spiel, wo der Unterschied dazwischen liegt, also zum einen, ich weiß, wie ich mit den Modulen umgehe. Das heißt, ich weiß, ich kann es öffnen, ohne dass ich es beschädige. Ansonsten würde ich es gar nicht erst machen. Und der Unterschied zwischen einem kopierten Mega Man X, was für einige wertlos, für andere 10 Euro sind, und einem Original Mega Man X, was dann in den Hundertern liegt, das muss einfach erlaubt werden, dass man sich das anguckt. Zumal viele, gerade beim Flohmarkt, viele der Händler mit gerade in den Retro-Games unglaublich schlecht umgehen, weswegen komplett das Label ausgeblichen ist, die teilweise schon seit Wochen in irgendwelcher Feuchtigkeit liegen. Und du willst eben auch nicht ein Modul kaufen für teures Geld, um hinterher festzustellen, es ist zwar echt, aber es startet halt einfach nicht mehr. Stimmt, das kommt noch dazu. Du weißt ja nicht, was dann dich dann erwartet. Hast du da so einen Tester dabei oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, das tatsächlich, man kennt es ja bei anderen Spielen für diskbasierte Systeme. Du nimmst die Disk raus, guckst einmal nach, ob die Kratzer hinten drauf hat. Wenn es keine massiven Kratzer drauf sind, kannst du davon ausgehen, es funktioniert schon noch. So ähnlich kann man das auch beim Super Nintendo machen, wenn man das Super Nintendo-Modul auf den Kopf kippt und unten in den Slot reinguckt, dann kann man normalerweise die Platine sehen. Und an der Platine und der Hülle kann man eigentlich schon sehr gut Beschädigung und Wettereinflüsse sehr gut wahrnehmen. Und wenn die nicht sehr, sehr massiv sind, kann man beim Super Nintendo tatsächlich davon ausgehen, dass es immer funktionieren wird oder nach gewisser Reinigung funktioniert. Ich habe über meine Zeit, die ich jetzt Super Nintendo sammle, weil ich auch immer mal wieder Konsolen mit 10 Spielen gekauft habe, weil mir ein Spiel fehlte und danach Konsole mit 9 Spielen wieder verkauft habe. Also ich gehe davon aus, dass über 1500 Super Nintendo Spiele über die Zeit über meinen Tisch gelaufen sind. Und in dieser gesamten Zeit ist ein einziges Modul mir in die Hände geraten, das partout nicht mehr zu retten war. Kann man nicht mehr so vergleichen wie in der heutigen Zeit, also gut, so ab der Wii oder sowas oder GameCube, wo dann die Scheibe da war, die konnte halt einfach zerkratzen. Das ja. ist damals nicht möglich gewesen. Genau, also gerade Nintendo ist auch einfach dafür bekannt, dass sie auf Qualität da sehr viel Wert gelegt haben. Deswegen habe ich auch nie ein Problem gehabt. Ich habe eine Weile immer einen Gameboy mitgenommen, wenn ich dann halt Spiele auf dem Flohmarkt für einen Gameboy gefunden habe, weil Gameboy-System fand ich auch immer sehr interessant, genau wie du. Handheld waren immer schon ein kleines Begeisterung von mir. Ich immer einen dabei, um Gameboy-Spiele unterwegs zu testen. Aber selbst ein Pokémon Silber, wo die komplette Front zur Hälfte geschmolzen war, was ich für 50 Cent auf dem Flohmarkt mitgenommen habe, lief einwandfrei. Okay. Ja, eben, da gibt es ja auch so YouTube-Beispiele, wo man sieht, dass selbst Gameboys, die irgendwie fast zerstört worden sind, immer noch lauffähig sind. Also das ist schon unglaublich. Ja, macht Nintendo ja selber auch ganz publik. Sie haben ja ein oder mehrere Museen in New York und auch in Japan. Und da ist auch dieser Gameboy, der angeblich in Vietnam gewesen ist und da sogar Explosionen ausgehalten hat und nach wie vor lauffähig ist, ausgestellt. Stimmt, ja, genau. Früher war es halt irgendwie anders als heute. Definitiv. Bei Nintendo selber, weil wenn ich mir die Switch angucke, ich habe jetzt eine Switch mir gerade geliehen und die möchte partout nicht an dem Dock funktionieren. Die hat selber irgendein Problem mit dem Ausgang und leider ist das bei der Switch scheinbar nicht so selten, dass sie halt einfach nach 1-2 Jahren schon arge Probleme hat. Und momentan funktioniert sie halt nur als eigenes Modul und als eigenes Gerät und nicht am Fernseher. Okay, ja gut, dann, wir haben ja auch eine, Solemann hat eine, die hat er damals zu Weihnachten gekriegt. Und das Problem ist bei der, die hat dieses Trift-Problem. Ja. Und da sind sie ja auch, glaube ich, momentan auch mit, glaube ich, sogar Klagen erschüttert worden, glaube ich. Einige Klagen. Das ist auch nicht schade.
Genau. Und zeitgleich kannst du fast immer, wenn du auf dem Flohmarkt irgendwo ein Super Nintendo findest, davon ausgehen, wenn es nicht komplett zerstört ist, wirst du es wieder zum Laufen kriegen mit Hausmitteln. Also Reinigungsalkohol, ein paar Tücher, einmal sauber machen, einmal trocken wischen und dann läuft das wieder. Das klappt bei einer Switch nicht. Eben, und das Einzige, was damals Jan und auch der andere Jan gesagt hat, das Einzige, was wichtig ist, einfach das Netzteil, dass man einfach vernünftig neues Netzteil nimmt, weil die meistens dann so schlecht gealtert sind wegen den Elkos, dass das Ding dann die Konsole dann teilweise sogar kaputt machen kann. Ja. Zum Glück hat das Super Nintendo eine relativ wartungsfreudige Sicherung im Gerät selber verbaut, die man preisgünstig selber tauschen kann. Die Netzteile kann man mittlerweile auch gute nachgemachte Netzteile bei Amazon und Co. kaufen, die in meiner Erfahrung besser funktionieren als die Originalnetzteile. Weil die Netzteile habe ich tatsächlich auch mehrere von gehabt, die irgendwelche Wackelkontakte haben oder nur noch über den Kopf funktionieren wollten. Und wenn ich für 10 Euro ein Ersatznetzteil kriegen kann, dann ärgere ich mich nicht mit einem Originalnetzteil. So weit geht meine Retro-Liebe denn nicht, dass es zwingend mit einem Originalnetzteil betrieben werden muss. Ja, ja, das sehe ich. Also Hauptsache die Hardware als solches, das Gerät, die Konsole ist entsprechend passend zum Alter, aber der Rest, denke ich mal, muss nicht unbedingt netzteiltechnisch auch von damals sein. Das sehe ich auch so. Dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich, schon, oh mein Gott, schon fertig, weil das ging so flott. Dann bedanke ich mich bei dir bezüglich Brot und Spiele mit Nintendo und Co. Und genieß deine Sammlung. Und vielleicht gibt es eine eine zweite Folge mit dir. Das wer weiß. Sehr gerne. Wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein sollten, weißt du ja jederzeit, wo du mich finden kannst. Und im Zweifelsfall lädst du mich dann halt einfach noch einmal ein und dann kann ich dir nochmal mehr erzählen über mein liebstes Hobby und auch dein Hobby zumindest. Genau, also falls die lieben Zuhörer noch irgendwelche Fragen haben, ab in die Kommentare, wenn man so schon sagt. Und dann können wir das nochmal bearbeiten und dann schauen wir uns an und dann gibt es nochmal dann einen weiteren Teil, wie man so schon sagt. Dann wünsche ich dir einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann die Hörer das gerade hören. Und bis auf bald. Bis dann. Dank dir und ciao.